Servus Leute, willkommen zurück. Hier haben wir wieder eine neue Aufnahme von Red Dead Online, Red Dead Redemption 2. Ja genau, wir wollten uns heute mal anschauen, was wir jetzt hier noch so auf der Karte finden, was man hier noch so Neues entdecken kann. Und zwar bin ich mal jetzt hier auf dem Weg und schaue mir mal jetzt eine ganz andere Geschichte hier an. Da gehen wir mal auf die Karte. Genau, und das ist jetzt hier die Sache mit den, wie man Sammler wird. Genau, also das ist ja irgendwie, das habe ich ja auch noch gar nicht gemacht und keines von den Sachen, also wie man Sammler wird und eine Lizenz für die Kopfgeldjagd und so Sachen, also das wollte ich jetzt einfach mal, mir das mal anschauen und wollte das auch gleich per Video festhalten. So, dann reiten wir mal da rein in den gelben Fleck und gucken, was da jetzt auf uns zukommt. What a pure and gentle spirit. Okay. Madame Nazar wechselt auf ihren Aufenthaltsort und du musst sie wiederfinden, wenn du mit ihr sprechen willst. Hello, stranger. Okay. You don't got the eye. Just an eye for a deal. I told you, go away, old man. Nothing but false prophecies and fake jewelry. Go away, or I see much pain and suffering in your future. A crook and a charlatan. Make sure you know what you're getting into with this one. Hey. Please, don't listen to him. I am Madame Nazar. Madame Nazar. Finder of lost things, and since everyone seems to be a fortune teller now, seller of the strange and exotic. Which one of these can I help you with today? Wait, don't speak. Let me see. Mm-hmm. Yes. Yes. You're searching for something. What though? Interessant. A dead lover. Whose spirit you wish to contact on the other side? No, no. It's not that. It's not something you've lost, but something you're missing. Yes. Purpose. Some meaning in the chaos of this life. Well, you see, that is something I can help you with. Come to work for me. I say I find things, but really, it is others who do the finding. I tell them what I'm looking for, and they collect it for me. From far and wide. Sometimes with ease, and sometimes through great hardship. It is work that can be as honest or dishonest as you want it to be. How about it? Do you want to be one of my collectors? I make sure they are rewarded quite handsomely. A small fee is really the least I should ask for giving you what you're looking for and setting you up with everything you need to get started. There are more tools you may want from me in due course, but first, you will need to prove yourself. If you don't want to start now, you can find me again and the offer will still be there. Now, if money is the problem, then that is the first thing you should go looking for. When you found some, return to me, and I will set you on your way. Aha, interessant. Also kann ich hier Aufgaben erledigen. Finde Madame Nazar und sprich erneut mit ihr, um die Sammlertasche zu kaufen und ein Sammler zu werden. Ja, da ist sie ja. Madame Nazar kaufen. Sammlertasche. Eine robuste Tasche, die zum Lagern von Sammlerstücken dient. Für Sammler ist sie unverzichtbar. Du kannst dir diesen Gegenstand nicht leisten. Na, interessant. Benötigt Sammlerrang 15 Freischalten. Metalldetektor, veredeltes Fernglas, Pennington Feldspan. Also das ist ja so umfangreich hier. Landkarte, verlorener Schmuck, Landkarte, Familienerbstücke. Klettenwurzel. Maximum kaufen. Muskatkraut, Indianertabak. Das ist ja alles so Sachen, die wir gar nicht brauchen. Prärien.
Habe ich auch irgendwas, was ich hier verkaufen kann? Ne, zum Verkaufen habe ich nichts. Sonst würde das da schon einblenden. Ja, das war's dann hier schon. Diese Sammlertasche, die kann ich mir ja nicht leisten. Da habe ich ja, ich habe ja noch keine 15 Goldstücke. Und die anderen Sachen, die ergeben irgendwie gar nicht Sinn. Ja, das habe ich ja hier ohne Ende. Na gut. Das war's dann wieder. Kann ich ja wieder mein Pferd suchen. Ja, wenigstens habe ich jetzt Madame Nazar kennengelernt. Und dann, falls es irgendwelche Sachen gibt, die ich hier irgendwie auf der Karte finde, das habe ich ja schon mal erlebt, dass sie dann gesagt worden ist, sie können Madame Nazar aufsuchen und die Sachen dort vorbeibringen oder so. Das wird dann bestimmt ganz gut entlohnt. Ja, dann schauen wir mal weiter. Was haben wir hier? Den haben wir schon kennengelernt, den Alben. Über das Wesen der Tiere, da könnten wir eigentlich auch vorbeischauen. Dann gucken wir uns mal den nächsten Ort an. Wir das gleich miteinander verbinden. So. Das heißt, bei der Madame Nazar können wir irgendwas Seltenes sammeln und auch vorbeibringen und dann irgendwie auch Geld damit verdienen. Oder Goldbarren. So, ich nehme mal lieber schon mal die Flinte in die Hand. Ist hier ganz schön dunkel. Und es sieht auch nicht gerade ungefährlich hier aus. Ich glaube, der Kollege hat auch ein bisschen Hunger. Können wir mal ein bisschen Fleisch essen? Ja, dann gehen wir mal zum nächsten Punkt, den wir halt noch nicht ausgekundschaftet haben. Da geht es ja auch um die andere Geschichte hier. Nicht nur ums Sammeln, sondern auch... Weiß ich gar nicht, was das jetzt da war. Werden wir ja gleich sehen. Sammeln war ja hier bei der Madame Nazar. Und da geht es irgendwie was über Tiere oder sowas. Ja, das Pferd wieder. Da ist schon wieder ein roter Punkt. Da haben wir wieder irgendwie was auf der Karte, was feindliches. Da ist zum Glück vorbeigeritten. Also es wird wirklich Zeit für ein neues Pferd hier. Das ist ja... Ai. Ja, hier anstrengend jetzt. Ein bisschen füttern geben, ein bisschen striegeln. So, dann kann es hoffentlich weitergehen. Mein Pferd ist schon wieder am Ende.
Also ich war auch letztens mal im Stall und hab mal geschaut, was so Rennpferde kosten. Das Problem ist halt, da muss man halt auch im Rang aufsteigen, damit man sich dann auch irgendwie was kaufen kann. Ist ja gut. Mann, oh Mann, oh Mann. Das nervt mich irgendwie total. Beruhigen. Alles gut hier. Füttern. Striegeln. So, jetzt aber, oder? Andere Gewehr mal in die Hand genommen. Dass es noch die Munition hier zu Ende geht. Wenn man hier in der Nacht hier durch die Gegend reitet, dann sollte man auf jeden Fall gut bewaffnet sein. Hier weiß man nie, was auf einen zukommt hier an nächster Ecke. Das ist ja so interessant hier auf dieser Karte. Aus heiterem Himmel wird man auf einmal von der Bande überfallen. Moment, trabt er ganz gut mit, aber jetzt geht's schon wieder los. Jetzt hat er schon wieder die Power verloren. Ah, Leute, Leute, Leute. So, da müssen wir hier über die Brücke. Nein, der ist schon wieder platt. Darf nicht wahr sein, darf nicht wahr sein. Beruhig dich. So, haben wir das Pferd wieder fit gemacht. Mittlerweile schon fast 2 Uhr Nacht. Und er ist schon wieder am Ende seiner Kräfte angekommen. Mein Freund, irgendwie mit dem Reiten hast du es nicht so.
So. Sind wir bei der nächsten Stadt. Sturbury. Genau, und da gehen wir jetzt hin. In unsere nächste Mission, die wir noch nicht kennen. Macmillan! Get down here! This has got to stop! Madam, please! No! I'll be right with you. I know you're up there! Oh, marvelous! There she is! Just what I need, the crazy wood nymph. Can't a man take a bath in peace? What the hell is that? It's a panther! You savage! And a nice clean one now, too. This is going above the mayor's bed. Okay, Mrs. Hobbs will be by to handle the taxidermy. Oh, travel safe, my friend. Wait, who are you? Where's Cecil? Glenn, I'm a friend of his. Cecil had to take a few days off. For stress. Is there any animal that you have not slaughtered? Oh, you flatter me, Miss Sorry, Davenport. I really will be right the with you. The answer's no, but I'm retired, as you know, and have been for some time. Yes, and how many have you out there killing for you now? Not nearly enough, I'm afraid. Business is booming. What about you there? You a hunter? Gus Macmillan, master craftsman of fine clothing and accessories. Here's my card. I pay top dollar for animal furs and parts. Aha. Fälle und Tierteile. How do you sleep at night? On a tiger bedspread, my dear. Seriously, come see me. You're no better than a murderer. And one day, you'll be seen as such. Whoa. Would you mind taking us outside? I don't worry. Shut up, Glenn. Listen, soon as a squirrel finds a cure for tuberculosis, let's talk. If intelligence is the barometer of who has the right to live or die, you should have been court-martialed at birth. Annoying, isn't she? See him? The only thing he had on his mind was hunger, sweetheart. But I pulled the trigger. Survival of the fittest. Didn't that your mentor's trite catchphrase? It's not survival of the fittest. You are killing to line your own pockets. This is how I make my living. We don't all have a rich daddy. While you're camped out in the woods, making witches brews and talking to the wildlife, the rest of us are doing some real work. You think this is some big joke? Oh, that's enough! You hell is that crazy shrimp? They should throw you in an asylum. That's it. I quit. You can tell the mayor I've gone home. Oh, sorry about that awful man. Harriet Davenport. I've been in the field now for 3 years, studying the hidden interconnections between animals of all species. I've seen everything. Joy, disgust, regrets, envy. We're so much more alike than we are different. I'm on the brink of discovering pathways that link all life. I just need more research material. I have in here detailed notes on pretty much every animal from armadillo to Annisburg, including the locations of some truly impressive varieties. I would be willing to sell this to you if you will commit to bringing me anatomical samples from live species and promise not to carry out any more animal side in pursuit of Gus Macmillan's greed. I'll pay you. I'll pay you, of course. I promise I'm good for the money. You don't have to decide right now. Just think about it. We've been brought together for a reason. I feel that very strongly. I've been experimenting with tonics that can provide access to remarkable new pathways of communication with other species. You have to live as they do, eat as they eat, hop as the toad, dig as the mole, love as the badger. If you see what I've seen, you just have to open your mind. Join me on a voyage of discovery. Tiere leben alle. Na, die Tante ist aber auch nicht ganz normal. Bin ich jetzt überhaupt? Besuche Harriet, um die Probeausrüstung zu kaufen und Naturkundler zu werden. Aha. Okay. Also muss man hier auch wieder was kaufen. Ja, Leute, das geht hier so wahrscheinlich die ganze Zeit weiter.
Es ist halt natürlich, wo ist sie denn, die Harriet? Müsste doch hier sein, oder? Das ist der Hector. Harriet ist dort. Dann gucken wir uns gerade nochmal auf die Schnelle an. Nee. Wo ist denn mein Gaul jetzt wieder, ey? Der wieder zu Fuß laufen, oder? Wieso kommt er denn nicht? Ich schreibe doch die ganze Zeit. Darf doch wohl nicht wahr sein, ey. Ich habe ein Pferd und es kommt nicht. Hört er schlecht, oder was? Unfassbar. Dann müssen wir das hier nehmen. Jetzt ist er da. Mein Gott, ey. Ja, da hast du dein Pferd wieder. Du wolltest ja gar nicht stehen. Da ist mein schwerhöriges Pferd wieder. Super Sprung gemacht. So, die Harriet. Bei der Harriet schauen wir uns jetzt nochmal um. Auf ihrer Preisschild. Ja, auf ihrem Preisschild. Was da so alles steht. Was man da ausgeben muss. Um da einzusteigen. So, da ist die Madame auch schon. Looking to train or seeking knowledge? If you're seeking a new perspective, you'll need this kit. It has sampling tools and data you won't find anywhere else. Hier kann man ja gar nichts machen. These mountains and forests hide so many things. Kaufen, gut. Okay, was hat sie denn zum Anbieten? Probenausrüstung, 25 Goldstücke. Du kannst diesen Gegenstand hier nicht leisten. Ich habe auch nichts anderes erwartet, Leute. Also um hier irgendwie mit Harriet irgendwelche Geschäfte zu machen oder irgendein Tonikum herzustellen oder sonst irgendwie was, ihr irgendwas zu verkaufen, muss man hier erstmal ganz gut investieren. Und zwar mit 25 Goldstücken eine Probenausrüstung besorgen. Ja. Und da wir die 25 Goldstücke nicht haben, dreht sich die Harriet auch wieder um und geht weg. So, jetzt haben wir Madame Nazar kennengelernt, jetzt haben wir Harriet kennengelernt. Die sind alle auf einem speziellen Gebiet tätig. Wir können sie unterstützen, aber natürlich müssen wir erstmal richtig Goldbarren ausgeben. Damit wir dann vielleicht irgendetwas finden, was wir ihr dann verkaufen können. Oder mit ihr irgendwelche Missionen machen.
Ja, das werde ich mir natürlich erstmal überlegen. Also vor allem habe ich erstmal auch gar keine Goldstücke, um mir solche Sachen zu kaufen. Das heißt, ich werde erstmal. Ja, vielen Dank dir auch. Ich werde wahrscheinlich erstmal mir diesen Outlook-Pass holen, ja, wenn ich 25 Goldstücke habe. Aber ich habe ja noch nicht mal 10. Ja, mein Outlook-Pass, oder wie der heißt. Der kostet, was kostet der denn? Dann gleich mal reinschauen. Clubbelohnung, was haben wir denn hier? 35 Goldstücke, ja, das ist wahrscheinlich das, was ich mir als erstes holen werde. Vorher hole ich mir gar nichts. Naja, gut, Leute. Auf jeden Fall haben wir jetzt die zwei Personen hier auch kennengelernt. Die Harriet und die Madame Lazar. Und dann wisst ihr Bescheid, also wie das hier abläuft und was man hier alles so machen kann. Und vor allem braucht ihr einen Haufen Goldbarren, damit ihr hier überhaupt einsteigen könnt. Gut. An der Stelle verabschiede ich mich dann auch für heute. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut, schönen Abend. Ciao.